Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Degle und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu den Online-Studieninformationstagen der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Ich möchte Ihnen heute das Fachgebiet Augenoptik, Optometrie, Ophthalmotechnologie und Vision Science und seine Studiengänge vorstellen. An unserer Ernst-Abbe-Hochschule bin ich Studiengangsleiter für den Bachelor-Studiengang in Vollzeit und den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang sowie den Masterstudiengang berufsbegleitend in unserem Fachgebiet. Ich freue mich, Ihnen in den folgenden Minuten einen kleinen Einblick in unser Fachgebiet Augenoptik-Optometrie an der Ernst-Abbe-Hochschule geben zu können. Viele Informationen finden Sie auch online unter der Homepage www.augenoptik.eah-jena.de. Als erstes möchte ich Ihnen gerne einen kleinen Überblick über unsere vielfältigen Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in unserem Fachgebiet geben. Auf der linken Seite dieser Grafik sehen Sie die Möglichkeit des Bachelorstudiums in Vollzeit. Dieses dauert 6 Semester und Sie können in dieses Studium ohne Ausbildung mit einer Fachhochschulreife einsteigen. Dafür benötigen Sie zusätzlich 8 Wochen Vorpraktikum in einem augenoptischen Fachbetrieb. Dieses müssen Sie bis spätestens Ende des 3. Studiensemesters nachweisen. Sie können also auch ohne Vorpraktikum beginnen und während der 1. Semester dieses Vorpraktikum nachholen. Die andere Möglichkeit ist, Sie besitzen bereits eine Ausbildung zum Augenoptiker und können damit direkt in das Studium einsteigen und müssen also das Vorpraktikum nicht mehr ableisten. Wenn Sie bereits eine abgeschlossene Meisterausbildung zum Augenoptikermeister haben, können Sie auch ohne Abitur in unser Studium einsteigen. Wir bieten dafür verschiedene Weiterbildungsstudiengänge, die wir nach Interessensschwerpunkten gegliedert haben, zum Beispiel zum Optometrist FH, zum Spezialist für Binokularsehen oder zum Kontaktlinsenspezialist, aber auch andere, wie Sie in der Mitte der Grafik entnehmen können. Auf der rechten Seite finden Sie unser berufsbegleitendes Bachelorstudium Optometrie. Dieses ist angelegt auf eine Dauer von 4 Semestern. Die Präsenzphasen finden verteilt an mehreren Wochenenden über das Jahr statt und Sie können bequem nebenbei arbeiten. Somit bieten wir mehrere Möglichkeiten, wie Sie bei uns ins Studium an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena einsteigen können. Sobald Sie den Bachelorabschluss erreicht haben, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein Masterstudium in Vollzeit oder in Teilzeit berufsbegleitend aufzunehmen. Dieses sehen Sie am oberen Teil der Grafik. Engagierten Studierenden mit entsprechenden Leistungen bieten wir die Möglichkeit, in Kooperation mit Universitäten mit einer Promotion ihr Studium abzuschließen. Das heißt, Sie können bei uns den Doktortitel im Bereich der Augenoptik, Optometrie in der Regel als Dr. Insch erlangen. Hier sehen Sie einen Überblick, sprich die Modultafel unseres Bachelorstudiengangs Augenoptik-Optometrie in Vollzeit. Das Studium erstreckt sich über eine Regelstudienzeit von 6 Semestern, also insgesamt 3 Jahren. In diesem Studium erlangen Sie alle notwendigen Kompetenzen, um im Bereich der Augenoptik-Optometrie erfolgreich praktizieren zu können. Inhaltlich gliedert sich das Studium in alle wesentlichen Bereiche der Augenoptik-Optometrie, wie auch natürlich Grundlagen des Studiums, des wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch mathematisch-physikalische Grundlagen. Im 1. Semester lehren wir die Grundlagen der Augenoptik sowie die Anatomie und Physiologie des Auges. Weiterhin sind hier Grundlagenfächer Messtechnik, Mathematik und physikalisch-chemische Werkstoffeigenschaften enthalten. Nachdem Sie die Grundlagen über das Sehen im 1. Semester erlangt haben, beginnen wir im 2. Semester mit der Augenprüfung, dem Fach Optometrie 1, Refraktionsbestimmung. Weiterhin gibt es in diesem Semester physiologische Optik, Pathologie, also über Augenkrankheiten, sowie geometrische Optik, Physik, sowie Optik und Technik der Sehhilfen.
Im dritten Semester geht es dann bereits um das beidäugige Sehen mit dem Fach Optometrie 2 Binokularprüfung. Auch ist im dritten Semester das Modul Kontaktlinse 1, die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts und diverse Untersuchungstechniken dazu. Bereits in den ersten Semestern steht das fallorientierte und praxisnahe Lernen im Vordergrund. In dem dritten Semester haben wir hier dazu das Fach Optometrische Kasuistik 1, wo es also im Speziellen um Falldiskussionen geht. Im ersten Semester unseres Studiums haben Sie bereits Anatomie und Physiologie des Auges kennengelernt. Im zweiten Semester, haben Sie eben bereits gehört, folgt die Pathologie. Und so schließt logisch hier im dritten Semester die Pharmakologie, also die medikamentöse Behandlung am Auge, an. Nachdem Sie bereits in den ersten beiden Semestern mathematische und physikalische Grundlagen für die Augenoptik erworben haben, hören Sie in diesem Semester das Fach Physikalische Optik. Weiterhin gibt es in dem dritten Semester das Modul Licht- und Sehhilfentechnik. Übrigens haben wir einen großen Wert darauf gelegt, dass die Verteilung der Lehrinhalte über das ganze Studium homogen und ausgewogen ist. Somit ist Ihre Lernbelastung in allen Semestern in etwa gleich. Weiterhin bauen die Fächer logisch und inhaltlich aufeinander auf. In unserer Kurzübersicht sind wir nun im vierten Semester, also in der vierten Zeile, angelangt. Im Modul Optometrie 3 geht es um optometrische Untersuchungsmethoden, also all die Techniken, die im Bereich der Gesundheitsvorsorge, im Gesundheitsberuf Augenoptik, Optometrie notwendig sind. Sie erlernen hier beispielsweise die Beurteilung des Augenhintergrundes oder die Augeninnendruckmessung oder auch die Gesichtsfeldprüfung. Aber das sind nur einige wenige Beispiele. Im dritten Semester haben Sie in Kontaktlinse 1 bereits die Untersuchungstechniken für den vorderen Augenabschnitt kennengelernt. Im vierten Semester in Kontaktlinse 2 erlernen Sie nun die Kontaktlinsenanpasstechnik und die Versorgung mit verschiedenen Kontaktlinsen. Um Forschungsergebnisse sinnvoll interpretieren zu können, also Studien kritisch lesen zu können und auch eigene Forschung betreiben zu können, haben wir im vierten Semester das Modul Statistik, das sich im Wesentlichen mit angewandter Statistik beschäftigt. Weiterhin haben Sie im vierten Semester die Möglichkeit, unter den Wahlpflichtmodulen Berufspädagogik, Mathematik 2 und Technische Optik zu wählen. Ein Spezialgebiet der Augenoptik ist der Bereich Low Vision. Dieses Modul findet sich auch im vierten Semester. Hier erlernen Sie die Versorgung Sehbehinderter, unter anderem mit vergrößernden Sehhilfen. Mit Ihren Kompetenzen, die Sie bis zum vierten Semester bei uns erwerben, können Sie sich optional nach dem vierten Semester bei einer Handwerkskammer Ihrer Wahl zur Meisterprüfung anmelden. Dieser Schritt ist allerdings optional und nicht für das Studium verpflichtend. Die Option einer Meisterprüfung an dieser Stelle ist vor allem für die gedacht, die dies als eine Zwischenprüfung wahrnehmen wollen. Sie ist für das Studium, wie eben gesagt, nicht verpflichtend. Gegebenenfalls ist es auch eine Möglichkeit, nach dem vierten Semester aus dem Studium auszusteigen. Blicken wir nun in das fünfte Semester. Hier gibt es das Modul Optometrie 4, das auf den Modulen Optometrie 1 bis 3 aufbaut und spezielle optometrische Untersuchungstechniken lehrt. Dieses Modul ist insbesondere praxisnah und fallorientiert aufgebaut. Sie erlernen spezielle optometrische Untersuchungsmethoden direkt am Patienten bzw. Kunden oder Probanden. Ebenso ist auch das Modul Kontaktlinse 3 mit Spezialversorgungen und Befunden im Rahmen von Kontaktlinse extrem fallorientiert aufgebaut. Hier geht es zum Beispiel um Kontaktlinsenanpassungen bei irregulären Hornhäuten, bei trockenem Auge oder auch multifokale Kontaktlinsen für Ferne und Nähe. Um Sie optimal auf Ihre bevorstehende Bachelorarbeit im sechsten Semester vorzubereiten, findet im fünften Semester das Modul Wissenschaftliches Arbeiten statt. Hier erlernen Sie anhand praktischer Beispiele, wie man wissenschaftlich arbeitet bzw. eben eine Bachelorarbeit oder eine Studie erstellt und diese natürlich auch auswertet.
um Ihnen auch ein wenig einen Einblick in die technische Optik zu gewähren und vielleicht auch neue Interessen zu wecken, finden hier die Module Grundlagen Optiktechnologien und Grundlagen Lasertechnik statt. Diese können Sie bei Interesse später auch in entsprechenden Masterstudiengängen vertiefen. Um später mal einen Betrieb selbst führen zu können oder auch in einer Führungsposition tätig sein zu können, haben Sie bereits im 4. Semester Betriebswirtschaft für Augenoptik Optometrie gehört. Hier im 5. Semester baut darauf Marketing und Unternehmensführung auf. Ebenso das Fach Englisch für Optometristen. Mit Ihrem geballten Wissen aus den ersten 5 Semestern starten Sie nun in das 6. Semester. Dieses besteht im Wesentlichen aus einer langen Praxisphase, angewandte klinische Optometrie. Dort können Sie in augenoptischen, optometrischen Einrichtungen, Kliniken oder Industrie oder auch beim Augenarzt Ihr Wissen anwenden, hospitieren und auch selbst Ihr erlerntes Wissen ausüben. Entscheidend für den Lernerfolg aus der Praxis ist auch diese Fälle und das erworbene Wissen aus der Praxis zu diskutieren. Deswegen findet die Praxisphase unter Supervision statt. Auch haben wir im 6. Semester das Modul Optometrische Kasuistik 2 implementiert. In diesem Modul haben Sie die Gelegenheit, Ihre praktischen Fälle vorzustellen und wir diskutieren diese gemeinsam. So haben wir alle die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Im 6. Semester schreiben Sie auch Ihre Bachelorarbeit. Diese hat eine Regelzeit von 8 Wochen und Sie können diese an der Ernst-Abbe-Hochschule selbst oder auch in einer Praxisstelle Ihrer Wahl absolvieren. Für Ihre Bachelorarbeit haben wir viele interessante Themen für Sie vorbereitet. Sie können direkt in Forschungsprojekten, zum Beispiel zum Thema trockenen Auge, Bildschirmarbeitsplatz oder Myopie an der Ernst-Abbe-Hochschule in unserem Fachgebiet Ihre Bachelorarbeit schreiben. Auch haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen unserer zahlreichen Kooperationen mit Industrieunternehmen und Kliniken Ihre Bachelorarbeit zu absolvieren. So können Sie diese ganz nach Ihren Interessensschwerpunkten formieren. Ihre Bachelorarbeit hat in der Regel einen zeitlichen Umfang von 8 Wochen und wenn Sie diese absolviert und geschrieben haben, stellen Sie diese im Rahmen des Kolloquiums an der Ernst-Abbe-Hochschule Ihren Kommilitonen bzw. den Dozenten vor und wir diskutieren gemeinsam über die Ergebnisse. Wenn Sie mehr über die Inhalte unserer Module und den Ablauf des Studiums erfahren wollen, empfehle ich Ihnen den Besuch unserer Homepage augenoptik.eah-jena.de. Sie finden dort unter anderem die Modulbeschreibungen, die inhaltlichen Modulbeschreibungen, wie auch das Modulhandbuch. In dieser Grafik sehen Sie Ihre vielfältigen Möglichkeiten, die sich für Sie nach Ihrem Bachelorstudium Augenoptik-Optometrie ergeben. Sie können tätig werden in diversen optometrischen Einrichtungen, von der praktischen Augenoptik über medizinische Einrichtungen, Kliniken bis hin zu Kontaktlinseninstituten. Wenn Sie Lust haben, haben Sie auch die Möglichkeit, mit Ihrem erworbenen Wissen in Einrichtungen für Forschung und Entwicklung weiter tätig zu sein. Auch die optische Industrie bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten und Karrierechancen. Wenn Sie Interesse haben, weiterhin an der Hochschule zu bleiben, haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren Masterabschluss anzuschließen. Das Bachelorstudium Augenoptik-Optometrie ist für all diejenigen geeignet, die maximales Fachwissen erwerben wollen und ihre Karrierechancen maximal ausschöpfen wollen. Wir haben einen unterschiedlichen Zugang zu diesem Studium geschaffen. Zum einen können Sie mit Abitur oder Fachhochschulreife und ohne Augenoptikerlehre bei uns beginnen. Dann benötigen Sie mindestens 8 Wochen Praktikum. Dieses ist ein Vorpraktikum in einem augenoptischen Fachbetrieb und Sie müssen es bis zum Ende des 3. Semesters nachweisen. Sie können dies also auch während der 1. Semester im Studium nachholen. Oder Sie haben Abitur und Fachhochschulreife und bereits eine Ausbildung zum Augenoptiker absolviert. Dann wird Ihnen auch das Modul Grundlagen Augenoptik im 1. Semester anerkannt. Die Alternative ist auch Augenoptikerlehre ohne Abitur und Fachhochschulreife. Oder Sie haben Augenoptikerlehre und sind Augenoptikermeister und haben auch kein Abitur oder Fachhochschulreife. Auch zu diesen Zugangsvarianten beraten wir Sie gerne.
vor Ihrer Bewerbung und insbesondere, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob das Studium Augenoptik Optometrie an der Ernst-Abbe-Hochschule für Sie das Richtige ist, empfehle ich Ihnen unseren Self-Assessment-Test. Den finden Sie auf der Homepage. Und Sie können im Vorfeld prüfen, ob das Studium für Sie geeignet ist, beziehungsweise sich hier digital zunächst beraten lassen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich auch gerne persönlich zur Verfügung. Im Folgenden möchte ich Ihnen nun in Kürze den Bachelorstudiengang Optometrie als berufsbegleitenden Bachelorstudiengang vorstellen. Dieser stellt für Sie insbesondere eine interessante Variante dar, wenn Sie bereits die Ausbildung zum Augenoptiker und einen Augenoptikermeisterabschluss haben und in der Berufspraxis tätig sind. Das berufsbegleitende Bachelorstudium erstreckt sich über 4 Semester und baut auf dem Meisterabschluss auf. Ihre Kompetenzen, die Sie bereits als Augenoptikermeister mitbringen und die Sie durch das Meisterprüfungszeugnis nachweisen, werden bei uns für das 1. bis 4. Semester anerkannt. Sie starten das Studium an der Ernst-Abbe-Hochschule im berufsbegleitenden Bachelorstudiengang, also direkt im 5. Semester. Die Inhalte haben wir direkt so konzipiert, dass Sie auf Ihrer Meisterausbildung bzw. Ihrer praktischen Erfahrung aufbauen. Schwerpunkt ist hier die Gesundheitsvorsorge bzw. alle Techniken und Innovationen der Augenoptik-Optometrie, die heute für eine erfolgreiche berufliche praktische Tätigkeit erforderlich sind und neue Chancen und Berufsfelder ermöglichen. Wir haben unsere Module im berufsbegleitenden Bachelorstudium so konzipiert, dass sie inhaltlich weitgehend deckungsgleich sind mit den Modulen, die auch im Vollzeitstudium gelehrt werden. Damit haben Sie prinzipiell die Möglichkeit, auch zwischen berufsbegleitendem und Vollzeitstudium zu wechseln. Auch dieses Studium ist sehr detailreich und mit Modulinhalten auf unserer Homepage augenoptik.eah-jena.de beschrieben. Informieren Sie sich gerne im Weiteren dort. Für das berufsbegleitende Studium können Sie sich jederzeit über Jenall e.V. bzw. direkt auf unserer Homepage bewerben. Die Zulassungsvoraussetzung ist, wie schon gesagt, eine abgeschlossene Meisterausbildung zum Augenoptikermeister. Ein Abitur ist als solches nicht notwendig, da Sie bereits mit dem Meisterabschluss Fachhochschulzugangsberechtigung haben. Dieses Studium ist demnach besonders für alle die geeignet, die sich beruflich höher qualifizieren wollen und über das Meisterwissen zusätzliche Informationen und Kompetenzen erwerben wollen, um im Speziellen in der Gesundheitsdienstleistung tätig zu sein. Durch Anerkennung Ihres Meisterabschlusses konnten wir das Studium auf nur 14 Präsenztermine und zusätzliche Prüfungstermine verteilen. Diese verteilen sich insgesamt auf ca. 2 Jahre, so dass es pro Jahr ca. 7 Präsenztermine an unserer Ernst-Abbe-Hochschule sind. Im Vordergrund dieses Studiums stehen die optometrischen Inhalte für Tätigkeiten in spezialisierten Augenoptikfachgeschäften und Instituten und in ophthalmologischen bzw. klinischen Einrichtungen. Das Studium zeichnet sich ganz besonders durch einen sehr hohen Praxisanteil aus. Werfen wir nun einen Blick auf unseren Vollzeit-Masterstudiengang Optometrie, Ophthalmotechnologie, Vision Science. Das Masterstudium in Vollzeit besteht aus 4 Semestern und Sie erwerben mit dem Masterstudium 120 ECTS-Points. Aufbauend auf Ihrem Bachelorstudium sind die Inhalte konzipiert, insbesondere für wissenschaftliches Arbeiten und für den klinischen Bereich sowie für die Forschung. Wenn Sie in der berufspraktischen Augenoptik, also in einem Augenoptikfachgeschäft oder Optometrieinstitut tätig sein wollen, dient dieses Studium im Speziellen der Vertiefung und Spezialisierung Ihres Wissens. Im ersten Semester des Masterstudiums
Beginnen Sie mit einem Forschungspraktikum zu ausgewählten Themen der Optometrie, zum Beispiel im Bereich der Myopieforschung oder im Bereich der Forschung zum trockenen Auge. Weiterhin finden wir hier das Modul Spezialkontaktlinsen sowie vertiefende klinische Optometrie. Im Bereich Ophthalmotechnologie Vision Science hören Sie im ersten Semester die Module optische Messtechnik, Mikroskopie und Beschichtungstechnik. Auch das Masterstudium in Vollzeit enthält einen enorm hohen Praxisanteil. Dieser Praxisanteil zeigt sich zum Beispiel im Forschungspraktikum im ersten Semester, aber auch hier jetzt im zweiten Semester in dem Projekt 1 zum Bereich Optometrie und Ophthalmotechnologie. Hier können Sie mit verschiedenen Themen eine freie Projektarbeit durchführen. Im Bereich Optometrie des Masterstudiums hören Sie im zweiten Semester die Module Sportoptometrie, spezielle Low Vision, Physiologie des visuellen Systems und interdisziplinäre Optometrie. Also alles Module, die eine Vertiefung zum Bachelorstudium bieten. Im Bereich der Ophthalmotechnologie Vision Science finden im zweiten Semester die Module Ophthalmotechnologie und innovative Methoden der Ophthalmotechnologie Optik Design 1, moderne Laseranwendungen und Laserschutz sowie Lasermaterialbearbeitung 1 statt. Auch das dritte Fachsemester teilt sich in die verschiedenen Gebiete Optometrie, Ophthalmotechnologie, Vision Science auf. Im Modul Projekt 2 können Sie in die unterschiedlichen Bereiche der refraktiven Chirurgie Einblick nehmen. Das Modul Didaktik und wissenschaftliches Arbeiten bereitet Sie auf Ihre Masterarbeit und Forschungstätigkeit vor. Außerdem haben Sie im dritten Semester, wie Sie hier erkennen können, ein umfangreiches Angebot aus Wahlmodulen, aus denen Sie Ihre Schwerpunkte im Masterstudium wählen können. Der bereits aus dem zweiten Semester bekannte Bereich der Laseranwendung setzt sich im dritten Semester in dem Modul Laser in der Medizin und Lasermaterialbearbeitung 2 fort. Das vierte Semester besteht dann aus Ihrer Masterarbeit, wo Sie ein ganzes Semester dafür Zeit haben, diese Masterarbeit in Einrichtungen Ihrer Wahl oder direkt an der Ernst-Abbe-Hochschule durchzuführen. Auch hier haben wir jede Menge kooperative Einrichtungen aus der Industrie, aus Kliniken und aus Forschungseinrichtungen, wo Sie interessante Themenstellungen wahrnehmen können. Ihre Masterarbeit verteidigen Sie, wie auch Ihre Bachelorarbeit, im Kolloquium an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Unser Masterstudiengang in Vollzeit ist für all diejenigen geeignet, die Fachwissen nach dem Bachelor vertiefen, erweitern und ihre Karrierechancen verbessern wollen. Die Zulassungsvoraussetzungen sind ein Erststudiumsabschluss mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5. Weiterhin benötigt Ihr Bachelor mindestens 180 ECTS-Points und soll im Bereich Augenoptik-Optometrie sein. Alternativ haben Sie einen Diplom-Ingenieurabschluss im Bereich Augenoptik-Optometrie oder Sie steigen quer ein aus den Bereichen Ophthalmologie, Laseroptotechnologien, Biologie, Pharmakologie und anderen ähnlichen angrenzenden naturwissenschaftlichen Disziplinen. Weiterhin sind gute Englischkenntnisse erforderlich. Falls Sie diese Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllen, können Sie auch sich bewerben und immatrikuliert werden, sofern Sie ein Motivationsempfehlungsschreiben haben und ein Bewerbungsgespräch erfolgreich bestehen. Mit dem Studienabschluss als Master haben Sie ein vielfältiges Betätigungsfeld im Bereich der Augenoptik, Ophthalmotechnologie, Vision Science. So können Sie zum Beispiel in der Lehre tätig werden oder in Kontaktlinseninstituten, ophthalmologischen Einrichtungen oder medizinischen Einrichtungen im Allgemeinen, also im klinischen Bereich. Auch gibt es hervorragende Karrieremöglichkeiten im Bereich der optischen Industrie und auch der Beleuchtungsindustrie, aber auch in vielen anderen Industriezweigen. Im Speziellen sind unsere Masterabsolventen gesucht und gefragt in Einrichtungen für Forschung und Entwicklung, im Produktmanagement und in Einrichtungen der Laserchirurgie.
Aber auch im Bereich der Augenoptik, Optometrie, in der praktischen Tätigkeit sind neue Vertiefungen möglich, wie zum Beispiel der Spezialist Kontaktlinse, vergrößernde Sehhilfen oder als Sportoptometrist. Wir freuen uns besonders, dass wir in Kooperation mit Universitäten auch die Möglichkeit einer Promotion nach einem Masterabschluss anbieten können. Hier haben Sie die Möglichkeit, vertieft wissenschaftlich zu arbeiten und Ihr Studium als Dr. Insch zu absolvieren. Im Folgenden will ich Ihnen nun unseren vierten Studiengang, den Masterstudiengang Klinische Optometrie, als berufsbegleitenden Studiengang vorstellen. Dieser Studiengang ist insbesondere für Absolventen unserer Bachelor-Studiengänge konzipiert. Aufbauend auf dem Wissen als Bachelor werden hier berufsbegleitend zu Ihrer beruflichen Praxis im ersten Semester die Module Vision Training bzw. Vision Therapy, interdisziplinäre Optometrie, Kinderoptometrie, Sportoptometrie gelehrt. Wie Sie an den Inhalten in dem ersten Semester und auch in den weiteren Semestern sehen, ist dieser Masterstudiengang speziell auf die klinische Optometrie, auf die berufspraktische Anwendung und weniger auf die Forschung orientiert. Ein besonderer Schwerpunkt des Studiums ist das Modul Klinische Optometrie, das sich in zwei Teile im zweiten und im dritten Semester aufteilt. In diesem Modul geht es insbesondere um eine Vertiefung des vorderen und des hinteren Augenabschnitts, so dass eine Gesundheitsvorsorge auch in Spezialfällen von einem klinischen Optometristen mit Masterabschluss durchgeführt werden kann. Inhaltliche Beispiele für das Modul Klinische Optometrie sind Interpretation und Anwendung von OCT oder auch Myopiemanagement, sowohl wissenschaftlich orientiert als auch in der Anwendung. Die besondere Praxisnähe des Studiums zeigt sich durch die Module Kasuistik Sportoptometrie, anschließend an das Modul Sportoptometrie im ersten Semester, die Kasuistik Binokularsehen, das Thema Licht und Beleuchtung sowie Business Administration und Projektmanagement, aber auch das Projekt vertiefende Biomedizin und refraktive Chirurgie sowie die Anpassung von Sonderkontaktlinsen. Auch der berufsbegleitende Masterstudiengang wird mit einer Masterarbeit im vierten Fachsemester abgeschlossen, die mit einem Kolloquium an der Ernst-Abbe-Hochschule verteidigt wird. Dafür bereitet das Fach Wissenschaftliches Arbeiten und Kommunikation im dritten Semester darauf vor, so dass auch Berufspraktikern eine Masterarbeit auf wissenschaftlich hohem Niveau möglich ist. Für den berufsbegleitenden Masterstudiengang Klinische Optometrie können Sie sich jederzeit über Jenall e.V. bzw. auch wieder auf unserer Homepage bewerben. Die Zulassungsvoraussetzungen sind ein Meisterabschluss und Hochschulweiterbildungen, also sprich Zertifikatskurse, oder Bachelor- oder Diplomabschluss im Bereich Augenoptik-Optometrie mit mindestens 210 ECTS-Points. Außerdem benötigen Sie eine Gesamtnote mit einem Abschluss von mindestens 2,5 und ein Jahr Berufspraxis nach Ihrem Bachelorabschluss in der angewandten Optometrie. Unser berufsbegleitender Masterstudiengang Klinische Optometrie richtet sich insbesondere an Berufspraktiker, die sich im klinischen Bereich der Optometrie und in der Gesundheitsdienstleistung weiterqualifizieren wollen. Er findet verteilt über 2 Jahre an 11 Präsenzterminen und zusätzlichen Prüfungsterminen statt. Das heißt, Sie sind pro Jahr ca. 5 bis 6 Wochenenden an unserer Ernst-Abbe-Hochschule. Zusätzlich gibt es natürlich E-Learning. Der Master zeichnet sich durch einen hohen Praxisanteil aus und dient dazu, optometrische Inhalte in spezialisierten Augenoptikfachgeschäften, Instituten oder auch ophthalmologischen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen anzuwenden. Ja, neben den vielfältigen Studienmöglichkeiten ist das Leben und Wohnen in Jena einfach paradiesisch, eben das Studentenparadies Jena. Ja, neben all dem bietet natürlich die Stadt Jena und ihr Umland zahlreiche Attraktionen, nicht nur im Bereich der Augenoptik.
Freuen Sie sich auf viele ganz besondere Highlights in Ihrer Studierendenzeit hier in Jena und natürlich auch gerne in der Zeit danach. Für ein Studium bei uns in Jena empfehle ich Ihnen eine rechtzeitige Wohnungssuche. Diese kann zum Beispiel über das Studierendenwerk Thüringen oder über die zahlreichen Wohnungsgenossenschaften erfolgen. All diese Portale finden Sie, wenn Sie die Begriffe in den einschlägigen Suchmaschinen eingeben. Sie haben Interesse und noch Fragen? Dann sehen Sie doch mal online nach auf unserer zentralen Hochschulseite www.eah-jena.de bzw. auf unserer Augenoptik-Seite augenoptik-eah-jena.de. Oder besuchen Sie uns gerne auf Facebook und natürlich freuen wir uns auch über einen Like. Falls Sie weitere Fragen zu Ihrem Studium an der Ernst-Abbe-Hochschule in unserem Fachgebiet haben, so wenden Sie sich für allgemeine Informationen zum Studium gerne an Frau Steffi Butzke unter der Telefonnummer 03641 205 421 oder unter der hier angegebenen E-Mail-Adresse. Gerne können Sie bei Interesse auch einen individuellen Besichtigungstermin unserer Räume und Labore vereinbaren. Zur inhaltlichen Studienberatung wenden Sie sich gerne an Frau Dr. Michaela Friedrich, die Sie unter der angegebenen E-Mail-Adresse erreichen. Teilen Sie uns gerne Ihre Kontaktdaten, also Ihre Telefonnummer und Ihre Erreichbarkeit mit. Wir rufen Sie dann zur Besprechung Ihrer Fragen gerne zurück. Wenn Sie konkrete Fragen zu einem einzelnen Studiengang haben, so können Sie sich für den Bachelorstudiengang in Vollzeit und berufsbegleitend sowie für den berufsbegleitenden Masterstudiengang sehr gerne an mich wenden. Für den Masterstudiengang in Vollzeit wenden Sie sich gerne an Kollegin Sickenberger. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören bzw. auch gerne per E-Mail zu lesen und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn wir Sie persönlich in Jena begrüßen dürfen und Sie bei uns an der Ernst-Abbe-Hochschule in unserem Fachgebiet studieren. Bitte beachten Sie, dass Sie sich für unsere Vollzeitstudiengänge online möglichst bald bewerben. Der Bewerbungsschluss für diese Studiengänge ist der 30. September 2020. Sie finden auf unserer Homepage den direkten Link zu der Online-Bewerbung. Ja, wir haben nicht nur interessante Studienmöglichkeiten und eine tolle Stadt hier. Wir haben auch jede Menge Spaß zusammen in unserem Fachgebiet. Wie Sie hier sehen, anhand von Bildern, von ausgewählten Events, wie zum Beispiel Exkursionen oder auch Events vor Ort. Oder wir fahren gemeinsam zu Fachtagungen bzw. fliegen auch in das internationale Ausland. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen in den vergangenen Minuten interessante Einblicke in unser Fachgebiet Augenoptik, Optometrie, Ophthalmotechnologie, Vision Science an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena geben konnte. Ich würde mich ganz besonders freuen, Sie bald hier in Jena an unserer Hochschule begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!